I'm Kim Sasahammar, a professional player for Team Fnatic, one of the most accomplished esports teams in the world. Today I'm very excited to show you some of the latest features from MSI Gaming Notebooks. Take a look here. This is the second generation of MSI GT70 Dragon Edition, a gaming notebook that fulfills every gamer's dream. MSI has been talking to gamers for years, and I know what a good gaming notebook is. When I play games, speed is important. This notebook gets extremely fast speed. Thanks to MSI's exclusive Super Raid 2 technology, it makes writing and reading up to 15 times faster than using a normal hard drive. MSI GT70 Dragon Edition 2 is equipped with one of the most powerful processors and graphic cards ever. Plus, MSI's killer weapon, NOS, which will boost extra 10% of CPU and GPU performance. MSI GT70 can handle even the toughest games out there. Fast performance isn't everything. MSI got more feature designed for gamers than power users. Don't want to burn your palms? Even after playing games for hours, MSI Cooler Booster 2 and its special thermal design can keep GT70 Dragon Edition 2 always cool and stable. It brings out heat dramatically and makes you comfortable. You need a speedy internet connection to dominate first-person shooting games? MSI Killer Double Shot will ensure you act faster than your enemies, whether you are playing on a LAN network or wireless. In addition, you don't want anything like antivirus or Windows Update to disturb you. With Killer Double Shot, MSI GT70 Dragon Edition 2 prioritizes all these tasks and gives you the best internet connection with your choice. Besides, say goodbye to waiting. Watching online HD videos will be faster than ever. Sometimes you may want to check walkthroughs or Facebook status while playing games, and it will be a breeze using MSI GT70 Dragon Edition 2. Matrix display can let you work with up to 4 monitors at the same time. No adapter is required. You don't ever need to jump out of the game anymore. I'm a professional StarCraft player, and I know better than anyone else how important a good gaming keyboard is. MSI works with SteelSeries to deliver the best gaming keyboards on notebooks. MSI GT70 Dragon Edition's 17.3-inch full HD anti-glare screen is big enough and comfortable to eyes when using notebooks for hours. In addition, Dynaudio and Audio Boost make music relief. Okay, for gamers and power users, MSI GT70 Dragon Edition 2 is your best choice. MSI notebook, top player, top choice. So, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum letzten Spiel heute Abend, und zwar das zweite Spiel bei der MSI Beat It, und zwar 3D Max gegen die Jungs von Kick. Kick, dankeschön. So, wir gehen kurz in den Browser, schauen uns kurz mal die Spiele an, und zwar ist es heute das erste Official von 3D Max, und zwar mit dem neuen Lineup, und zwar Stavros, also Dimitros Stavros Smoilis, Asmijan Asmo Berboğlu, Hendrik Struxi Götzendorf, Simon SMN Beck und Mikede Sonix Köhler. Und drüben bei Kick Esports selbstverständlich wieder Fox, Mutt, RMN, Aguila und Viz. Und 90,85% denken, dass 3D Max heute das Spiel mit nach Hause nehmen wird. Und es ist heute der zweite deutsche Teilnehmer in einem Turnier, und zwar Alternate als Anfang bei der SLTV Star Series Ladder und hier jetzt bei dem MSI Beat It, das ist 3D Max. Also, wir gehen auch in-game, weil ich glaube, die Knife geht jetzt jeden Augenblick los, wenn ich mich nicht täusche. Nein, es sind wieder zwei Spieler vom Server geflogen, also haben wir doch noch ein bisschen Zeit. So, dann gehen wir kurz natürlich auf die Statistiken ein, beziehungsweise auf die Teams ein, und jetzt können wir sehen, 3D Max hat bisher ein Spiel gegen Fnatic verloren und das mit 16:5 auf DE Train. Dementsprechend sind natürlich Angstgegner fertig, meist aufeinandertreffen Fnatic und auch die Map, die schlechteste DE Train mit 0% Winrate, auch gegen Fnatic. Und da gibt es natürlich nicht viel Statistik. Bei Kick Esports sieht es natürlich etwas anders aus. Die haben insgesamt 46% ihrer Spiele gewinnen können, haben $3.345 Preisgeld einheimsen können, und bei der PGS 2012 sind sie sogar erster Platz geworden. Dort ist der Ansager Mutt, bei 3D Max ist der Ansager Struxi. So, und wir sind gespannt, wie 3D Max sich vorbereitet hat, wie sie sich heute präsentieren werden, ob sie mit der Leistung aufspielen werden, wie sich das die meisten deutschen
in unserer Community wünschen. So, irgendwie ist es ja der kleine Hoffnungsträger 3D Max, den man sich an der Spitze im internationalen Bereich erhofft. Und dementsprechend sind wir gespannt, ob sie diesem, ja, diesem Druck auch aushalten können. So, selbstverständlich könnt ihr auf Frontier Damage auch wieder was gewinnen. Und zwar, wenn ihr am Samstag, am kommenden Samstag mit Knochen und mir auf den EPS Finals sein möchtet, dann könnt ihr hier 5x2 Tickets gewinnen. Ihr müsst lediglich beantworten, welches Team belegte den zweiten Platz in der regulären EPS Season. Das könnt ihr bestimmt über unsere Coverage herausfinden. Trotzdem gehen wir jetzt auf jeden Fall in-game, kurz als Trailer und dann denke ich mal, geht es jetzt jeden Augenblick los mit der Knife Round. Ja. Ja, ist die Pistole. Also keine Ahnung, die haben eben live geschrieben, yes, und jetzt ist auf einmal live. Ich blick da gerade noch nicht so ins Zeug. Ah, schön. Andy? Ach, vielen Dank. Ich bin gemutet. Vielen Dank. Vielen Habe ich Dank, nicht vielen mehr Dank. bekommen. Das konntest du ja nicht wissen. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen. So. Oh Mann. Heute ist echt ein Wurm drin. Naja, so. Kick auf jeden Fall mit der Pistole hat sie gewonnen. Jetzt schauen wir uns an, wie zumindest hier. Ich neige immer dazu, fast Ten zu sagen, ne? Aber es ist ja nicht Ten, sondern es ist Gewohnheit, Damage. ne? Ja, genau. Musst du erstmal dran gewöhnen. Ich habe richtig Lust drauf, also ich freue mich auf die Jungs. Ich habe Ja, viel, ich viel freue mich Hoffnung in auch, die. ja. Deswegen, das habe ich eben auch gesagt, das sind natürlich so irgendwie die Hoffnungsspender, die man jetzt in Deutschland so ein bisschen hat. Früher war es halt Mausports, die man immer gerne auf dem Turnier gesehen hat. Und hier ist es natürlich ein 3D Max mit extrem starken Einzelspielern. Also ein Star Wars, meiner Meinung nach, das beste Aiming in Deutschland. Asmo selbstverständlich auch ein super starkes Aiming. Und insgesamt die ganzen Spieler mit hohen Skills. Und wenn Stuxi die dann noch vernünftig koordiniert und ein paar Reads auf die Gegner hat, dann kann man hier echt ordentlich was leisten. Sehe ich ähnlich. Habe ich auch schon öfters gesagt, ich bin wirklich ein großer Stuxi-Fan. Also, er polarisiert ja unfassbar. Also, ist ja, kann man nicht anders sagen. Großteil hasst ihn. Weil er halt, ich meine, er hat ein großes Mundwerk. Aber er hat halt auch extrem viel Ahnung von dem Spiel. Also, ich feiere ihn. Also, anders kann ich es nicht sagen. Und mit Star Wars, da stimme ich dir auch zu 100% zu. Also, wenn der Junge mal warm ist, dann ist Feierabend. Im Moment ist da keiner so richtig warm, außer Struxi. Bei dem kommt man eben schon im Pregame ansehen, irgendwie, dass der richtig Bock hat. Das kannst du doch noch gar nicht wissen, ob die warm sind. Wer weiß? Noch nicht. Noch nicht. Sag ja So. noch nicht. Oh, die HE. Ja, so war wieder der Core. So, Asmo hat noch den Kontakt da. Gegen Liz. Wieder Struxi? Der Strux ist auf Eventuell dem noch den Feuer. Schauspiel. Roman ist auf jeden Fall schon mal durch Onsport. Man hat jetzt schon zwei Spieler, die low sind. Das ist ein Aguila und Roman. Hier beide Onsport. So, Viz ist ja jetzt ein bisschen aufs Gaspedal getreten, wird aber Wieder Stuxi. rausgenommen. Und jetzt hat man natürlich die 2 gegen 3 Situation. Aber sie wissen natürlich auch nicht genau, wie viel HP jetzt beim Gegenüber ist. Boah! Boah. Und da holt er Mut noch. Ja, und SMN. Denke ich mal, ist damit ganz zufrieden mit den Frags.
und dann die Waffe noch mit in die nächste Runde zu bringen. Win. 3 zu 0 für Kick. Ja, jetzt wird natürlich durch gewonnene Pisteln ein guter Start. Aber jetzt wird 3D Max kaufen. Es ist die erste Equipped in einem Official. Und wir bleiben bei Asmo. Wer ja bestimmt wieder unten am Door verzögert seine AWP spielen wird. Nein, diesmal nicht. Er wird das gleich nächste Runde höchstwahrscheinlich machen. Falls es soweit kommt. So, Star Wars Lang hat jetzt gleich Kontakt. Da stehen schon 2 oder 3 Spieler in den Startlöchern. Fox und Viz. Ja, und Star Wars wird da. Nee, es ist. Wird abgeaimt. Wird abgeaimt und wird direkt rausgenommen. Ja, Sonix konnte ihn halt nicht einsehen. Da lag das ist halt der First Track jetzt schon mal. Gute Ausgangssituation für Kick. So, und jetzt wird der Sonix auf dem falschen Fuß erwischt. Sind sie mit 3 Mann durch und ja, da holen sie ihn on-spot. Und auch Stuxi wird sofort rausgenommen. Also das Aiming stimmt bei Kick gerade extrem. Ja, also sie haben sich gut warm geschossen eben gegen Fnatic. Aber es war auch echt unlucky gerade. Das war gar nicht so dumm, da vielleicht Sonix da auf Short zu pushen, weil beide Spieler City Base, glaube ich, so angesagt waren. Aber das Timing war halt super von Kick. Da kam genau in dem Moment eine Flash und der war halt total weiß. Richtig gut gemacht da von Kick. Und jetzt müssen sie halt schauen, dass sie wenigstens die 2 Waffen noch durchbringen. Das wird schon schwer genug. Es ist am Ende schlechtes Timing. Jetzt erstmal mit der AWP gegen Kim. AWP wäre halt schon mal wertvoll, aber nein. Man holt da die Spieler alle weg und damit ist es die nächste Eco für 3D Max. Ah, gut. Es sind 5 Runden gespielt. Nach dieser Runde jetzt. Da sollte man noch nicht zu viel Sorgen haben. So, Asmo hat einen Fußhit bekommen, 38 HP nur noch bei ihm. Star Wars wird also jedes Mal lang alleine vorgeschickt. Und er spielt weiterhin seine P250. Die gute Frage, warum er sie spielt, wegen dem Skin oder weil er sie gut findet. Keine Chance, B-Spot ist geclearedund damit kann man da eigentlich easy drauf fahren, ohne jetzt irgendwelche Sorgen zu haben. Man sieht es auch, eigentlich alle 100 HP außer Aguila hat einen Hit bekommen. Aber was jetzt gut ist, ist, dass Star Wars und Struxi mal einen weiten Laufweg in Kauf nehmen, wobei Fox da auch schon abaimt, also mit AWP sogar. Den ersten hat er und der zweite lässt auf sich warten. Und jetzt noch in der Mitte. Wird Sonix rausgenommen und Struxi einzig Überlebender mit einer Flashbang. So, damit fällt Struxi auch. 5 zu 0 für Kick. Erstmal ein guter Auftakt hier gegen die Deutschen und jetzt müssen sie aufwachen. So, wir gucken jetzt mal. Asmo kriegt weiterhin seine AWP zugedroppt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Drei Spieler, die im Moment noch keinen Frag haben. War ein guter Push jetzt von Asmo Richtung Short, also spielt die Arme auf jeden Fall anders. Und ob da was machen kann in der Mitte. Hat ihn auf jeden Fall gehittet, das ist schon mal etwas. 20 HP nur noch bei Mutt. Der blöde Pfahl. So, und Sonix bleibt jetzt weiterhin auf Kurz, wird komplett alleine gelassen, also riskante Aufstellung, die man hier wagt. Und Star Wars hat jetzt lang auf jeden Fall 2 Leute gegenüber. Dicke Orca eben. Nur 17 HP bei ihm, aber Star Wars mit dem ersten Frag, also da kann er zumindest schon mal was leisten. Ja, ist wichtig, dass er sieht den anderen Spieler, Star Wars. Und der ist natürlich ein Spieler, der hier auf Balls geht. Das muss man ganz klar sagen. Und Sonix ist sogar erfolgreich auf Kurz. Kann da das Duell gewinnen. Und Aguila ist schon auf dem B-Spot drauf mit Bombe. Und verlegt. Es hat aber so eine widerliche Position, da kommt jetzt über City Base. Nicht. Ganz im Ernst, es ist eigentlich schon super viel wert gewesen, jetzt im Turn vor die Bombe durchzukriegen. Aber sie scheint das Verhalten. Ja eben, das Problem ist halt, dass Fissner an der City Base ist. Der wollte erstmal schauen, ob er vielleicht da noch 2 Frags macht. Genau das. Das doch nicht. Das darf jetzt hier echt nicht passieren, aber Star Wars gewinnt das Duell und Aguila wird von Sonix geholt und damit die erste Runde für 3D Max. Aber trotzdem 3 Waffen verloren. Das heißt, fürs Money Management ist das nicht so schön. Kick hat selbstverständlich das Konto voll. Ja, und jetzt muss 3D Max richtig ausrasten. Jetzt müssen sie abgehen und die nächsten Runden für sich gewinnen.
Ich habe leider keine Ratsche da, JJ, sonst würde ich ausflippen. Aber da haben wir. Ich bin auf alles vorbereitet, mein Freund. Den Wenn du sagst, mach das Drumset aus, dann habe ich auch hier. Hab da alles hier. Ja, hier. Hab doch alles da, Fingerdrumset, mein Freund. So, Asmo in der Mitte. Mal gucken, was er jetzt da bringen kann. Aber nein, zieht sich weiter zurück, ist selbstverständlich. Er wartet jetzt hier irgendwo den Split. Und Stuxi ist natürlich da, um ihn zu supporten. Hat eine gute Position sich geschnappt, um da noch genug Vision zu haben, falls der Split stattfindet. Da man bleibt aber zentral in der Mitte, wird wahrscheinlich jetzt Richtung kurz orientieren oder halt eventuell doch nochmal den B-Split anwagen. Aber dadurch, dass Viz auf lang schon so gut positioniert ist, wird höchstwahrscheinlich der Split, der standardmäßige A-Split. Boah, man, dieser Auto-Director. Nein! Was, Stuxi mit einem richtig guten Move. So, Stuxi, und der darf jetzt bitte nicht kippen. 2 HP nur noch bei ihm. Und was machen sie denn? Kick macht immerhin links, rechts, also die sind hier wirklich, können sich null entscheiden. Und Sonix hat jetzt die Position, die eben auch Freiburg hatte im Nip-Match. Und mit der ähnlichen Aufstellung, und jetzt kommen sie damit 4 Mann durch. Also, Sonix, wichtigster Mann. Sonix muss das Ding jetzt haben. Ja, so, Stuxi und Stab. Ey, der Auto-Director, ne? Der will mich so trollen. So, Aquila legt, und dann Roman legt und Aquila mit 7 HP. Darf jetzt hier nicht kippen und ich kippen alle Spieler, ich fass es nicht! Und da holen sie die Runde. Eieiei. Da holen sie die Runde, das gibt es doch gar nicht. War nicht gut gemacht. Es war nicht gut gestaffelt von 3D Max. Im Staffhaus hätte halt einen Frag machen müssen oben. Oh nein. Das ist ganz bitter, das ist so ein Neckbreaker. Man weiß ganz genau, was man für einen Vorteil hatte. Das weiß 3D Max auch ganz genau. Und gibt dann so eine Safe-Situation eigentlich schon ab. Schade, schade. Aber man muss nach vorne blicken. Einfach entspannt bleiben. Gucken, dass man irgendwie die Oberhand gewinnt. Aber wir gucken mal aufs Geld. Also eine Eco brauchen sie mindestens und eine zweite wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Bitte nicht, bitte nicht. Was denn? Ja, hier, ne, das Spiel und so. Warten wir mal ab. Ja, natürlich. Ist ja noch, Hopfen und Malz ist ja noch nicht verloren, aber... Ich glaube, 3D Max ist wirklich ein Team, das die sich selbst immer pushen müssen. Weil ich Stuxi und Stavros ja schon Spieler sind, die auch gerne mal tilten werden. Dann kann so eine Runde wie gerade eben, so ein Tour und Five, oder Tour und Four, wie auch immer, echt mal bitte auf die Teamchemie auswirken, zumindest für ein Spiel. Also ich hoffe es nicht, um Gottes Willen. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass 3D Max jetzt hier die nächste Runde holt. Asmo in der Mitte wieder mit der AWP, den muss er jetzt holen. Boah, heftig. So, und jetzt hat man lange wieder das Duell. Star Wars wieder derjenige, der hier ausrasten muss, aber Star Wars ist ein bisschen zu verhalten, Moment. Er holt aber den ersten Frag, Star Wars, ja, und schon nix. Jetzt muss Stavros eigentlich schauen, dass er da Kontrolle spielt, ja, und ja, das nicht macht. Einfach Stuxi. Und der muss jetzt eigentlich Richtung Short rennen. Macht er super gut gemacht von Stuxi. Also A auf Retake spielen, da gar kein Risiko fahren. Asmo hat immer noch die AWP da unten an der City Base. Also der könnte gleich auf jeden Fall... Ja gut, jetzt wird gut abgesmoked. Sie sieht noch Schlitz. Ich, aber Stux ist auch noch da. Hier ist gut, und Asmo geht down. Bill von Sonix. So, und jetzt 1-on-1-Situation. Das ist so schwer. Ich schon wieder. Also, es ist halt immer, also, ne, ich möchte jetzt nicht flame oder so gar nicht, sondern es ist einfach so bitter, wenn man immer wieder diese 1-on-1-Situation oder halt diese Überzahlsituation verliert. Das ist so dieses kleine Quäntchen Glück, was einen dann einfach nur das Knick bricht. Oder vielleicht auch das kleine bisschen eingespielt sein noch. Ja, das kann also auch gut möglich sein. Also wenn du so eine 2 gegen 5 Situation da eben holst, ich glaube schon, dass die Jungs von Kick Fee spielen, zusammen spielen, ich kann es natürlich nicht sagen, aber ich glaube, wir wissen alle, dass 3D Max nicht so viel gemacht hat in der letzten Zeit. Ja, und jetzt steht's. Ja, es steht
Es steht und es steht 8 zu 1, genau. Ja, geht schon weiter. Zum Glück keine lange Pause. Oh, Stuxi. Schöner Headshot. Schön, 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 schön. Oh, er geht down. Schön gemacht. So, 9 zu 1. Für Kick. Kick, die sich heute sehr, sehr stark präsentieren. Doppeldeckung an kurz, da steht wieder Asmo. Der ist auch mal ein Spiel finden muss. Ja, endlich, sehr schön. Erster Frag im Spiel von Asmo. Hoffen wir, dass es besser wird. Die 5 Runden jetzt noch holen, dann, dann ist da noch was drin, aber sie brauchen halt jetzt echt Runden. Zu SMN. Wird jetzt hier ordentlich Arbeit bekommen. Wenn er sehen könnte, was wir sehen. Und das auch. Nein. Da keinen Ups, sehr einzigen schön. Spieler, aber jetzt Stuxi. Stuxi, oh, auch geht. Stuxi, das gibt es doch nicht. Aber er holt so viel Zeit raus, schön von Stuxi. Ja. Und ich hatte überhaupt keine Hilfe im Moment. So, haben dann noch in der Mitte gefaltet. So, und jetzt lief da, also was heißt lief da, und disconnected sogar noch Wiss. Und jetzt muss es auch nichts. Und der jetzt stirbt, jetzt wird es richtig ein Krimi. Jetzt wird es richtig. Und damit die zweite Runde für 3D Max. Und jetzt müssen sie Gas geben. Gas, 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 Gas. So viele Runden wie möglich. So, und jetzt, can we change the server in the half? SMN can't play here. Ja, sieht man aber auch. Also Ping bei SMN im Moment 86. Über 80. Ja, gut, weil Wiss ist aber 108. Fizz auch. Fizz auch mit 100er Ping. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt nochmal senkt, aber nur wenig. Da sind eigentlich beide Spieler rausgenommen, da, so ein bisschen. Ja gut, das ist trotzdem nervig, ne? Ja, klar, du hast halt richtig Delay in den Schüssen. So, Struxi, Asmo spielen da immer die Doppeldeckung. Also Asmo mit der AWP zuständig für kurz und Struxi, falls halt das B-Split passiert, oh, dass man das schon machen kann. Und Staphos verliert wieder lang das Duell. Kennt man eigentlich nicht von ihm. Ne, eigentlich ist er halt ultra sick. So, und Asmo kann zumindest jetzt schon mal in der Mitte einen Hit setzen und ansagen, aber Kick hat halt die Kontrolle, kann jetzt überall wieder hinspielen, entweder kurz oder Richtung Mitte, kann sogar noch einen Split veranstalten, das ist mal noch unklar, aber Struxi, so, Struxi muss jetzt hier handeln, der muss jetzt hier was geben. So, komm Struxi, zeig, was du kannst. Struxi mit dem ersten Break. So, Struxi wird rausgenommen. Und damit ist es nur noch so nix auf dem A-Spot. Der muss warten auf seine Mates, auf Retake spielen und muss Wiss hier rausnehmen. Oh nein, und das ist wieder so ein bitteres Teil. Wiss, Gas jetzt so lang. Wird von Sonics rausgenommen. Oh! Der Herrscher von Sonics. Ich hab's nur aus der Sicht von Roman gesehen. Er war richtig gut geaimt. Und jetzt muss aber SMN auf jeden Fall auf Shot Practice. Sehr schön von SMN. Jetzt Aguila gegen 3. Und wenn sie das jetzt abgeben, ist es eine sehr schön. Wow, starke Runde von Sonics. Vielleicht doch endlich mal was. 3 dicke, harte Fracks. Oh, richtig hart. Finde ich ja auch einen überragenden Spieler, Sonics. Also wirklich überragenden Spieler. Auch mal aufs Geld, also wenig Geld bei 3D Max, oh Wunder. Maximum Asmo, der im Moment 4K hat, die Spieler jetzt Richtung A durchspringen sieht, also ein gutes Timing hat. Der eigentlich callen, also zwei oder drei Spieler müssen, nee, zwei Spieler hat er durchspringen sehen. Lang. Lassen sich auf jeden Fall jetzt Zeit beim Aufbau-Kick. Das gelegt, dann gehen sie Richtung. Ja, das sieht fast so aus, als würden sie ja vielleicht gleich sogar ein B-Split spielen. Oxy noch ganz defensiv in den Cut. Vor den Cut das noch. So, Asmo verämmt. Steht da Mitte unten komplett gegen die Flash. Aber Struxi supportet ihn halt, das ist das Gute. Das ist immer das Gute, diese Deckung von den beiden. Sehr schön, Struxi mit 2. Und Asmo ist auch noch da. Asmo mit dem dritten. Sehr stark. Also die Deckung gefällt mir in der Mitte immer sehr gut. Oh, und jetzt verliert er das Duell gegen Wiss. Und jetzt ist das Problem, wenn SMN halt kippt. SMN muss halt nur Zeit rausholen, nichts anderes.
Oder wird's geholt? Das ist so eine Two-Situation. Jetzt wird's wieder schwer. Was für Eiern auch, bis das da gerade an der Dorf spielt, also. Was jetzt schöne Heilung. Das ist wieder schwer. Oh, der muss heilen. Der muss heilen. Sonic wieder der Mann, der es hier richten muss. Sonic kurz wieder. Sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr schön. Vierte Runde. Und wenn sie jetzt die zwei Runden noch holen, dann ist das noch eine solide Halbzeit wenigstens. Und dann müssen sie aber als T richtig umschießen. Davos muss vor allem ins Spiel kommen. Der ist einfach so wichtig für 3D Max. Er hat einfach eine Aim-Maschine. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn er so die ersten Runden nicht so richtig trifft, dann geht auch gar nichts bei ihm, das ganze Match. Aber ich lasse mich überraschen. Gerne überraschen und gerne vom Gegenteil beweisen. Überzeugen oder wie auch immer. Angenommen von Kick, und da steht Stavros ganz defensiv. Schön, boah, was ein Shot von Stavros. Der kriegt sofort von der Glocke ins Gesicht. 4 gegen 3. Schöne HE Onspotter. Damit kann gelegt werden, der Eco. Schon mal viel, viel wert. Viel wert, ja. Weil ich so das Minimalziel jeder Eco, die Bombe zu legen. Und damit aber jetzt auch schon wieder 3 gegen 3 Situation, SMN. Aber. Bis! Ja, oh, jetzt hat er noch gemessert, frech. Oh, der hatte gar keine andere Chance, der Rest hat er ja schon leer geballert. Ja. Sehr schön, und der damit Bomb die fünfte Plant Runde. Ist natürlich ganz gut, aber hätten auch so ausreichend Geld gehabt, um alles zu kaufen, auch mit RWP und so. Aber trotzdem, gut gespielt von Kick. Und jetzt ja. 3D Max, komm, macht doch das 9-6. Das wäre super. SMN hat auch wieder einen Hit bekommen. Also, Fox hat echt eine sehr, sehr gute Reflexe. Stavros ist jetzt da. Wird von lang abgezogen. Wurde jetzt abgeflasht. Wurde auch gespottet von den Cutters. Also, den haben sie gesehen. Und wenn er jetzt zu offensiv spielt, dann ist er down. Oh, der ist eigentlich echt gut noch gerade. Weil damit rechnet Kick auf keinen Fall, dass er da so offen steht. So, was nur? Guckt er gut. Und jetzt geht der Cutters rein, der geht nicht unter den Leuten in der Mitte. So ein SMN, das gefällt. Also SMN ist erstmal das Problem. Sehr schön. Er bleibt immer on-spot stehen. Er muss halt in so einer Situation, wenn so ein Split angesagt ist, irgendwas pushen. Aber wenn er halt auf Plateau steht, dann ist er unflexibel, dann muss er da halt stehen bleiben. Ja. Aber die Bombe ist down in den Cutters. Sonix und Struxi sind da. Und Biss, der darf halt jetzt nicht wegkommen. Und er kommt weg. Dr. James Bond. Und man schiebt zu A und Struxi hat den Read. Check. Oh, was? Struxi holt die Bombe. Jetzt ist es Roman mit 12 HP und wenn er die Runde jetzt hier noch holt, dann ist er wirklich ein kleiner Lümmel. Also ein kleiner, dann ist er ein Mini-Roman, ne? So. Roman möchte B legen. Ich schon weiß, er wird auch B legen. Aber ist völlig irrelevant vom Geld her. Aber ist natürlich für ihn ein Vorteil. Da werden. Jetzt. Roman ist aber nicht blind. Jetzt ist er blind. Und. Oh, mach den ersten. Bitte nicht. Boah. Alter. Eieieiei. Aber schön. Eins muss man sagen, Struxi hat eine überragende erste Halbzeit gespielt. Also ja, wirklich überragend. Der war halt hier komplett dominierend und ist der einzige Spieler oder der Spieler, der die Jungs echt nochmal im Spiel gehalten hat. Also ich will nicht wissen, wenn er nicht so on fire gewesen wäre in den ersten Runden. So. 9-6 auch von einem 9-1. Also, sehr gut zurückgekommen. Immerhin. Und jetzt wird hier diskutiert, ob der Server gechanged wird. Ja, und ja, ich spiele kurz den Werbeblock ein, genau. Dankeschön. Ja.
Also, hier gibt es jetzt eine kleine Schlammschlacht auf dem Server. Und die wollen hier auf jeden Fall unbedingt auf einem anderen Server spielen. Und jetzt wird ein bisschen rumgeflamed. Also ich bin mal gespannt, welche Entscheidung jetzt hier getroffen wird. Ob sie einfach weiterspielen müssen oder nicht. War das richtig Flame Wars, also richtig extrem. Unnötig. Aber der Kommentar von Struxi muss halt auch nicht sein. Aber so, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. So kennt man ihn, ja. Also ich verstehe eigentlich die Jungs von Kick da ein bisschen. Weil Biss hat halt auch die ganze Zeit High-Ping. Schon mal wirklich der Fakt, er hat auch einen 80er Ping. Wenn man sich die Pings von ITMAX anguckt, zwischen 17 und 25 und dann halt nur SMN, der Rest halt von Kick auch alle mit 50er Ping rumrennen, ich kann das schon verstehen. Andererseits möchte ich natürlich immer die idealen Voraussetzungen haben im Spiel und dies und das. Ja, es ist bitter, sowas. Dass halt nicht die Voraussetzungen gewährleistet sind oder nicht gegeben werden können. Ist halt doof. Ist echt anstrengend, wenn man halt der betroffene Spieler ist. Was sollen sie jetzt machen? Ich meine, wenn sie jetzt auf den nächsten Server gehen, dann hat wieder jemand Hyping und dann geht das wieder hin und her die ganze Zeit. Ich hab Schluck auch. Jetzt geht's richtig los. Es schreibt halt, guckst du noch, ob es nicht eventuell sogar DDoS ist, weil sie weil die IP weitergegeben hat. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Redest du noch mit mir? Ja. Vermisse dich etwas. Wollte ich nur so sagen. Dass du vom Stuhl fällst und ich krieg's nicht mit, ne? Wäre schlecht. Nee, ich bin eigentlich relativ fit. Falls es der Fall ist, mach bitte vorher den Autodirector an, ja? Danke. Nee, ich bin wirklich, ich bin wach. Ich warte jetzt gerade nur, ich hatte gerade noch was hier nebenher geguckt. Ja. So, in der Zeit lese ich mal kurz ein paar Follower vor. Also, vielen Dank an PG84, an Freezy990, an Conclusion007, an Death Metal Rocker, an Raubial, an Glasi, an Mage Sarefin, an Colonel Korn 01, an Ironic Hipster, an Hunter83 und an Beacox88 fürs Followen meines Twitch-Channels. Also heute wird hier ordentlich die Followers werden rausgehauen. Vielen Dank für euren Support. Und jetzt geht es endlich weiter in diesem Spiel. Die erste Halbzeit ist 9:6 für Kick ausgegangen. Und wir sind gespannt, wie die zweite Halbzeit nun ausgehen wird. Ob sich 3D-Max hier Terrorseite gut verkaufen kann. Ob ich die Problematik und die Gedanken mit den Ping-Problem zu sehr in ihren Köpfen brennt. Sowas kann echt übelst runterziehen und auch ein ganzes Spiel kippen. So, Sonics alleine auf lang. So, Aguila gibt erstmal einfach in der Mitte ein Brett Richtung Todesgang. Ultra sick. Und jetzt hat man die 4 gegen 5 Situation, beziehungsweise 5 gegen 4 Situation und direkt muss man gegen eine Überzahl spielen. So, Sonics von lang mit Druck. So, Stavros fährt jetzt auch schon kurz durch. Wartet jetzt noch auf seine Mates und Sonics, der ist gerade on fire. Also der drückt hier. Gute Shots. Jetzt wird er gepusht. Das spielt. K
Kick jetzt gut, aber da ist der Support und damit haben sie nicht gerechnet. Und jetzt ist direkt mal der Vorteil sehr gegen schön. Ihr Nachteil geworden. Sehr schön. Damit 4 gegen 2 Situationen. Und Wiss und Alquida, welchen Weg wählen sie jetzt? Wie wichtig manchmal so ein Support-Spieler sein kann, selbst wenn er keinen Frag macht. Ja, das sieht man, ne? Das ist halt wirklich. Hätten sie ihn jetzt gepusht, 1 gegen 2, also 2 gegen 1, perfekt. Aber der Supporter hat es halt rausgerissen. Dann Struxi wird rausgenommen. Also die Runde ist hier noch nicht entschieden. Es ist Aguila gegen 3. Und damit hat 3 D-Max die Pistole geholt. Ganz, ganz wichtig. Und ich werde in dieser Zeit mal ganz kurz den Moment nutzen und das Starboard einrichten. Und zwar Kick gegen 3 D-Max. Und da steht es 9 zu 6 in der ersten Halbzeit. Bist du mir bei Gelegenheit auch nochmal... Ah ja, mach ich ja noch, stimmt. Tut mir leid, habe ich das letzte Mal immer vergessen. Ja, ich bitte auch, dass ich dafür entschuldigst, danke. Puh, ja. Das war's jetzt. Okay, ciao. Schöner Ei gegen Romanov, lang. Das war die erste Halbzeit, da muss ich jetzt gleich auch noch Dingens anpassen hier, Moment. First Half, so. Ich hoffe einfach, dass Stavros das jetzt mal so einen leichten Push gibt, die zwei Cracks in der Piste. Ja, war eben echt nicht so ein Spiel. Das hat mir halt auch bei Wasp nicht gefallen in der EPS. Da hat er viele, viele Fehler gemacht, nicht so gut getroffen. Also, vielleicht ist er derzeitig einfach nicht so in seiner Form. Aber mal gucken, wir warten ab. Es ist immer Spiel von Spiel abhängig und auch von Minute bis zu Minute. Und auch von Gegner zu Gegner. Weil einige Gegner legen dir und die anderen... Mein Nip liegt keinem, zum Beispiel. Nip ist halt immer schwierig. So, man steht da mit drei Mann in der Mitte. Also man spielt jetzt hier gegen einen B-Split. Und ich bin gespannt, ob das aufgeht. So, Star Wars in dem... Ja gut, geht Richtung kurz. Und man aimt es jetzt hier vernünftig ab. So, SMN wird jetzt gleich da die B-Offensivspieler sehen, wie sie offensiv gehen. Sehr gut. Boah, aber kriegt gleich mal zwei Headshots. Also krass, 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 was hier gedrückt wird. Und da liegt jetzt die Bombe in der Mitte. Das wäre jetzt ganz gefährlich gewesen. Aber die Situation, so wie sie jetzt ist, passt. Aguila rusht T-Base durch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und damit haben sie jetzt mal ausgeglichen. Also so schnell kann das gehen durch den Pistol-Round. 9 zu 9. Und jetzt Däumchen drücken und dann hoffen, dass die Jungs das hier noch rumreißen. Gut ins Spiel finden, so langsam. So, Stavros wird wieder vorgeschickt als Entry-Fragger. Ah, geht jetzt doch wieder zurück. Wird also jetzt hier die Mitte Split faken oder durchführen. So, kriegt die Flashbang. Flasht sich selber auch nochmal raus. So, erster Break. Sehr schön. Aber Mutz, der hält hier nochmal gegen. Mutz. Sehr schön. Jetzt holen sie raus. Jetzt nehmen sie sie raus. So, Roman und Fox sind die einzigen Überlebenden. Ja, und Sonix hat eine wirklich genau eine fiese Position. Kann da kaum wegkommen. Das ist die Frage. Struxi, leider mit den 13 HP derjenige, der Cutters abdecken muss. Macht das aber stark. Sehr, sehr schön von Struxi. Sehr, sehr schön von 3D Max. 4 HP verloren. War auch nochmal knapp. Aber hat nachher keiner mehr nach. Also das Mitte war gut gemacht, das war aber auch ein schlechtes Timing da vom Mittelspieler, der erst eigentlich anti-geflasht hat, als sie schon Kilometer raus waren. Allerdings ist Stavros auch wirklich richtig rausgegast da in der Mitte. Guten Timing. Sehr, sehr schön. Damit gehen die Jungs wenigstens jetzt in Führung mit 9 zu 10 oder 10 zu 9. Boah, und Wiss, starker Headshot gegen SMN da. Und Mutt, der Gas jetzt hier wieder durch das Smog, aber wird abgefangen. Aber trotzdem sind sie schon sehr weit um sie herum. Jetzt muss das Aiming halt sitzen, damit man hier nicht zu viele Waffen abgibt.
Wollen sie ja jetzt noch vor Cut das abfischen, aber Chris müsste eigentlich, ja, macht er auch die Waffe wegbringen. Jetzt werden sie aber mit dem zweiten Spieler unter Umständen nicht mehr da rechnen. Ja, machen sie ja nicht. Oh. Verlieren da fast noch die Waffen, sehr schön, aber trotzdem fünfte Runde jetzt in der zweiten Halbzeit und damit führen die Jungs jetzt mit 11 zu 10. 11 zu 9? 11 zu 9? Zu 9. Mathe, ne? Ist immer so eine Sache. Auch mal Mitte. Der AWP. Einen mehr. Boah, schön von Fox. Hat einfach mal offensiv geaimt auf lang und holt sich das Sonics weg. So, dann sieht jetzt Fox wieder Kilometergeld gehabt. Erstmal jetzt wieder gut rotiert. Wird jetzt noch weiterlaufen. So, Mutt. Davos. Ah, kann er nicht mehr holen. Erste Runde in der zweiten Halbzeit jetzt. Die Jungs auf, die spielen auch diesen Standardaufbau, nur dass Asmo halt Mitte schaut. Einer verlangt, zwei über Cutters, die dann nachher Mitte einnehmen. Dann erstmal Richtung Short ein bisschen Druck machen, gucken, dass sie da den Raum einnehmen. Jeder Moment notiere es mit einer Anti-Nate unten an der Boost-Kiste. Das rechnen jetzt schon mit kurz, die HE sitzt aber nicht. Fox an der Headshot-Rampe immer noch mit der AWP. Der spielt bisher sehr, sehr gut. Eben echt stark gespielt. Wieder schön von Fox. Alter, der Junge hat wirklich ein gutes AWP-Spiel. So, jetzt steht man da. Sonics wieder LMS, also nicht LMS, sondern Joker-Position. Aber das ist mittlerweile auch echt readable. Also, das weiß man, dass da immer noch mal einer langkommt. Das hat jetzt nichts im Allgemeinen mit 3D Max zu tun, sondern allgemein mit dem Spielstil in den letzten Monaten. Und Fox holt da den Frag. So, Star Wars hat auch einen Fox geholt. Fast noch den vierten. So, und SMN. Mann, ey, warum komme ich nicht mehr auf die Dingenspieler drauf? Ich komme nicht mehr auf die Terroristen. So komisch. Aber SMN holt jetzt zumindest zwei. Ich hab die ganze Zeit hier rumgeklickt, random, und ich bin noch nicht mal auf die Terroristen gekommen. Kennst du den Bug? Na egal. Ja. Nee. Doch. Ja gut, ich mach's mittlerweile. Deswegen, seit dem Wochenende, ich hab sonst auch viel über Maus gemacht und ab und zu mal über Zahlen, aber ich mach's jetzt mittlerweile seit dem Wochenende nur noch über Zahlen. Ja, ich muss mir das mal auf den Num-Block legen. Ja, ist angenehm, aber da habe ich halt leider mein Buy-Script, das ist das Problem. Ja, ich habe ja extra einen Cast CFG. Trotzdem, Kick hat jetzt hier die nächste Runde geholt. Damit steht jetzt overall 11 zu 11. Also ist jetzt hier gerade im Draw. Und jetzt muss ich hier 3D Max alles leisten. So, eine Waffe hat man nicht. Also SMN der einzige ohne Waffe hat jetzt gerade seine AK noch an Star Wars gedroppt. Und den werden sie... Ey, ich krieg die Krise, ne? Den werden sie jetzt wieder vorschicken. Und Star Wars holt den Frag, ganz, ganz wichtig. First Frag gesetzt und jetzt kann man aufbauen. Jetzt muss man warten, ein bisschen Zeit rausnehmen, ein bisschen überlegen, wo man jetzt hingehen möchte, was der Gegner höchstwahrscheinlich vorhat. Und dann geht es hier weiter. So, Sonics ist jetzt wieder lang. Der aimt da ab. So, nix. Schön. Aimt er ab, holt den Frag und da wird sich jetzt auf jeden Fall Roman richtig aufregen, dass er da so reingedaddelt ist. So, und jetzt wird höchstwahrscheinlich Kick sogar die Waffen safen. Sein, sie kriegen jetzt noch einen einfachen Frag in der Mitte. Aber, oh, aimt er, aber trotzdem
Mit der Pistole hätte er jetzt auch beide holen können. Aber Mutt, save die letzte Waffe. 1 gegen 4 kann auch er nicht mehr holen. Wird super schwierig. Kann nicht sein. Was kann nicht sein? Ja, dass sie da lang. Aber du, kann nicht sein. Ja, ich bin schon, glaube ich, schon täter als Struxi gerade. Ja, gut, es läuft doch eigentlich ganz gut. Bin schon so tät, ich habe hinter seinem Namen anstatt Razer habe ich schon Alter gelesen. Vielleicht war auch irgendwas mit der Ente nicht richtig, keine Ahnung. So, ich konnte die noch kriegen. Und SMN. Oh, SMN kriegt den Frick nicht. Star Wars und Asmo. Beides Aim-Tiere. Aber auch Asmo kann hier nicht gegen Kick bestehen im 1-on-5. Damit dritte Runde in dieser Halbzeit. Damit overall 12 zu 12 wieder. Also das nächste Draw. Das ist hier nochmal ein richtiger Krimi zum Abschluss. Und bei dem muss, ja jetzt muss nicht sein. Kämpfen. Sie müssen kämpfen. Das ist hier keine easy Durchfahrt. Ansehen. Jetzt krieg ich Schluck auf. Mein Herzchen wächst. Werden sie wahrscheinlich so machen. Was sagst du? Was? Mit dem Schluck auf, dass dein Herz wächst oder wuchst. Sag mal doch irgendwie, keine Ahnung. Gib lieber, gib Kolzstunden, komm. Schön. Nee. Ich würde das in deinem. Dein Zustand wird aus Kölschstunden mal ganz schnell jetzt Hostage. Ey, ich bin gerade echt voll Fokus, ehrlich. Ja, kannst du gleich eben so normal machen, der ist, nee, ehrlich, ja. Geht, ja, das könnte sogar passieren. Okay. Nein, aber man hat auf jeden Fall jetzt schon wieder das Draw 12 zu 12. Kick müsste jetzt eigentlich diese Runde holen, damit hätte man schon die 13. Runde und wieder die Führung in diesem Spiel. Und da D-Max muss sich jetzt etwas einfallen lassen, ne? Also bisher. Der Aufbau ist immer gleich. Sie nehmen ja, der Aufbau ist gleich. Das Problem ist halt, sie sitzen die Fracks oder nicht? Also sie spielen sehr viel auf First Track, sehr viel auf rumgehen und geben. Und wenn das nicht funktioniert, hat man die Unterzahlsituation, dann wird es immer schwierig. Also man spielt hier extrem auf individuellen Einzelskill. Und man sollte es ja eigentlich auch machen können bei so guten Spielern. Ja, eigentlich schon. So, auf geht's, 3D Max. Jetzt die Runde. Oh, 13-12 Führung für Kick. Halt so wichtig, die Runde jetzt zu holen. So wichtig. Ja. Vor allem, man müsste eigentlich zwei in Folge holen, damit man Kick auch endlich mal in die Eco zwingen kann. So, jetzt gucken wir, ja. Viz und Aguia. Oh, ich dachte, die pushen jetzt offensiv, nein. Bleiben doch noch defensiv aufgestellt. Asmo mit AWP immer noch im Todesgang. Und Bombe. So, und jetzt pushen sie doch. Jetzt sind sie gepusht. Und da steht SMN. SMN, und der darf jetzt, der muss den Frag haben. Knapp. Das Duell, das wird knapp. Oh, wie er da durchbankt. Krass. Perfekt. Ah, nicht fällt. So, und Roman jetzt wieder gegen Sonix. Sonix kriegt schon wieder den Frag gegen Roman. Das ist nicht normal. Und Fox fliegt raus. Und damit ist der A-Spot eingenommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, Sonix ist der Schimmler Nummer 1 auf Lang. Und er holt jedes Mal den Frag.
Jetzt scheint man hier die Waffen durchzubringen. Man möchte noch zwei Runden kaufen können. Und das ist jetzt eigentlich, es ist halt so schwierig, aber in diesem Falle müsste man wahrscheinlich sogar handeln gehen, um diesen Money-Vorteil nicht zu holen. Er ist schwer, ne? Ja, die Entscheidung. Die Entscheidung ist jetzt echt knifflig. Vor allen Dingen, wenn man selbst halt so wenig Geld hat. Wahrscheinlich ist die Safen die sicherere Variante. Ja, ich glaube, das wäre auch das Klügere. Das machen sie auch. Obwohl, ja gut, einen könnten sie vielleicht schicken. Also einen, der vielleicht noch einen Frag zieht, wäre vielleicht ganz gut, aber der Rest sollte gucken, dass er die Waffen nach Hause bringt. So machen sie es auch. Also es ist nur Sonics, der so ein bisschen noch handen geht, aber auch nicht so richtig. Nur richtig so die Entscheidung. Und damit die siebte Runde in der zweiten Halbzeit. 13 zu 13, also volle Spannung, ja. Wir hoffen, dass die Jungs, die deutschen Jungs, das jetzt mal langsam an sich reißen, das Ganze. Also Kick präsentiert sich heute echt bärenstark. Richtig Laune. Mitte wieder eingenommen von 3D Max. Davos Mitte, so, und da sollte jetzt schnell raus. B. Also scheinbar was? Hat man sich jetzt ganz klar entschieden, hier auf jeden Fall im Split zu spielen. Da ist Davos in der Mitte. Davos. Oh nein, und Mutz holt da die Frags. Mutz holt zwei Frags und damit ist das Split eigentlich schon wieder gegessen. Und dann, oh, es ist noch ein Spieler, das ist Asmo. Aber ich weiß auch gar nicht, warum man den Go spielt ohne die Bombe. Bombe war halt immer noch in der Mitte. Und jetzt sieht man es. 5 gegen 1. So, wenn Asmo das holt. Es sah ein bisschen stupide runtergespielt aus, auch in der Mitte. Wenn man Asmo, wenn Asmo das holt, dann hole ich mir, dann mache ich das nächste Mal im beim Ramadan mit. Hand drauf? Ja. Okay. Also ihr habt das alle gehört. Wenn Asmo das holt, das One of Five, nächstes Jahr Ramadan für Venom. Den ersten. Da merkt man dann schon, ne? Die Nerven drin. Ja, es lohnt sich dann. Ja. Schade, kein Ramadan. So, 14, 13, jetzt wird's bitter. So, 3D Max. Haben zum Glück Geld, sonst wäre es nämlich jetzt hier schon fast vorbei. Also, die Runde ist Pflicht, sonst ist Draw für Kick. 3D Max muss hier richtig die Zähne zusammenbeißen, muss hier richtig kämpfen. Jede Runde, jeder Frag. Also, Kick, ebenbürtiger Gegner und dann verliert Asmo das Duell und Fox sofort mit dem First Frag. Aber er hat, glaube ich, noch nicht ein Duell gewonnen. Da wird es richtig, jetzt wird richtig im Voice geschrien. Asmo zieht sich das, reißt sich das Hemd vom Leib und zeigt seine Brusthaare mit Superman drauf. Ich meinte eher bei Kick, aber ja, das auch. Ah, okay. Habe. Stavros kann nicht machen. Stavros, oh, der hat noch 8 HP. Das ist halt auch unlucky. Halt ein Anhusten. Jetzt schön von Stavros. Der kann den vielleicht den zweiten machen. Nein, oh nein, Mutz holt den Frag und jetzt ist es halt wirklich, jetzt wird's schwierig. Struxi, mit der AWP, Struxi. Was kannst du machen, Bruder? Wenn Sonix den Frag lang macht, dann ja, ist der A-Spot halt eigentlich angreifbar. Brutals. Also jetzt müssen einfach die Frags sitzen. Die Frags müssen sitzen. Und Sonix fährt da raus. Weiß jetzt Bescheid. Und jetzt wird supported und das wird Sonix nicht ran. Ja, und dann hat Mut den nächsten Frag. Und es ist hier scheinbar gut. Das Draw. Und das spielen sie also, das Draw ist safe. 15 zu 13 der Spielstand. Ein Schlag ins Gesicht. Ja, mit der Fleischpeitsche. So, alle Runden für Draw. Um genau zu sein, noch 2 Runden, die zu spielen sind. 3D Max, leider nicht mit einem Sieg im ersten Spiel, im ersten Official. Aber warten wir ab, mal sehen, was sie da jetzt noch bringen können. So, SMN in der Mitte. Fox schiebt raus. Mit der AWP am Start. Ich hätte eine schöne Flash verlangt. Oh, Fox, der gibt schon mal wieder ordentlich. Und es ist auch bekannt, dass Sonics noch da ist. Wir bleiben beim deutschen Vertreter, gucken uns an, was er macht. Smoked sich ab. Sonics mit dem ersten Frag. Sonics, kannst du den zweiten noch rausholen? Nein. Aber Mutz, einziger und alleine gegen 3. Kann man hier doch noch das Draw safe machen? Sehr schön. Das ist hier die Frage. So, auf geht's 3D Max. Auf geht's. Letzte Runde. Alles drin. Ich muss noch diesen einen Punkt mitnehmen. Das ist eigentlich, ich glaube schon zumindest von den Jungs ein geplanter Sieg. Da kommen noch andere Brocken in der Gruppe.
Fox wird kurz geboostet. Fox wird kurz den Frag setzen mit der AWP. Was wird er machen? Er wird Richtung Lower Cut das Aim und da kommt SMN jetzt gleich hin. Und er holt sehr schön. Fox jedes Mal. Also die AWP, er ist eine kranke AWP. Er holt super gute First Frags. Das Team nutzt ihn jedes Mal als Dosenöffner quasi. Aber auch schon eben auf Inferno. Also auch, das hat er genauso gut da gespielt in der Mitte gegen Fnatic. Fällt einem sehr die AWP. So, Star Wars fährt jetzt kurz durch. Einfach mal drauf. Und das ist der Star Wars, wie wir ihn sehen wollen. Na gut, jetzt wird er weggeholt. 3 gegen 4 Situation. Man muss jetzt hier eskalieren. Sonix hat den Blick. Und Sonix wird rausgenommen. 2 gegen 4. Struxi, Asmo, rastet aus, bitte. So, Viz pusht jetzt die Cutters. Asmo müsste ihn eigentlich jetzt direkt sehen. Machen. Oh, kriegt keinen Frag. So ein Struxi auf kurz. Der Move von Struxi war gar nicht so schlimm, aber die Zeit ist halt, es ist unholbar eigentlich. Weiß nicht, ob sie das wissen. Oh, Struxi guckt nicht hin. Ja, wo sollen sie jetzt noch Bombe legen? Ja. GG. Und damit das 16-14 für Kick. Heute einen schönen Abend für sie gehabt. Auf jeden Fall konnten sich da gut in den verschiedenen Matches durchsetzen und dementsprechend heute 6 Punkte machen. Also für Kick heute ein sehr erfolgreicher Abend. Für 3D Max leider nicht und für Infacity noch viel weniger. Gut, 5 Spiele sind vorbei. Heute auf jeden Fall habe ich mich sehr schwer getan. Es tut mir sehr leid. Also mal Applaus für Venom, der hat sich hier durchgekämpft wie ja, ich ein jetzt wie auch. Ein Kämpfer im Krieg. Ich gehe jetzt sofort schlafen. So, vielen, vielen, vielen Dank an den Slivo für den geilen Koma-Job heute. Also du hast mir da echt hier ordentlich unter die Arme gegriffen. Ich bedanke mich. Ja, das freut mich, dass du dich bedankst. Und dann vielen, vielen Dank auch an die ganzen Zuschauer, an die ganzen Follower, an die ganzen Donations. Wirklich Wahnsinn, was ihr heute rausgehauen habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und sonst wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Ich werde mich jetzt hinknallen. Ich bedanke mich bei euch allen und ja, da. Ich werde noch ein bisschen Musik anmachen, kurze Commercial spielen und dann werde ich eigentlich schon im Schlummerland sein. Also, alles Gute, meine Freunde. Haut da rein. Adios. Mach's gut, Slivo. I love you. Und I love you too, my dear. Ciao. Ciao. Ah ja, und noch eine Commercial.